Und zwar willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Im Busa Streckenpass Welle 6 mit dem letzten Cup. Ist mir gar nicht aufgefallen in der letzten Folge. Hier gibt es unten noch so ein Menü Musik. Also das ist auch geil, so ein Musikplayer. Man kann sich hier einfach mal alle Musik von jeder Strecke anhören. Sehr interessant. Ne? Kann man sich mal ein bisschen was gönnen. Nice kleine Gimmick. Nicht gespiegelt. 150 mit Funky Kong versprochen. Ein Muss. Ey. Kann nicht stehen. Was ist los hier? Und letzte Cup. Stachy Cup. Vier wunderbare Strecken. Ich bin gespannt. Die letzte Mario Kart Tourstrecke, ne? Stadtrundfahrt Madrid. Oh, kenne ich, glaube ich, auch nicht. Bin ich nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall wieder drei Abschnitte wie gewohnt. Oh ja, Funky Kong weiter. Let's go. Aber den habe ich ja so gemocht bei Mario Kart Wii. Fast mein Main Charakter war das. Rechts. Schlaf in der Wittler. Nein, die kenne ich also noch nicht. An so einen Entwickler würde ich mich erinnern. Let's go, Funky! Hier ist bestimmt auch noch einige zu entdecken hier am Straßenrand. Man kann während der Fahrt ja nicht halt immer hinschauen. Hau ab. So, nächster Abschnitt. Oh, oh, wach geworden. Oh. Gleich ist er wütend. Das wäre geil. Funky Kong, mach kein Wasser. Oh yes. Geile Moves. Gib Gummi. Ja, guck mal, wegschmeißen. Ja. Naja, heißt ja schon Stachelpanzer, dann muss ich auch welche kommen. Fußball! Was sagt? Okay, was haben wir hier getroffen? Wahrscheinlich der Panzer, ne? Was für ein Auftakt hier. Zeig deine Muckis genau. Geile Strecke. Aber die Städte sind immer so lang, ne? Rosalinas Eisplanet vom 3DS-Ableger. Mario Kart 7 auch genannt. Habe ich gemocht mit Mario Kart 7. Online voll gesuchtet, ey. Aber auch Mario Kart Wii mit Funky Kong. Okay, die Strecke kennt natürlich. Geil.
Mal schauen, ob diese Eisscholle gleich wegstellen wird. Ups. Fuß. Ups. Ich denke auch, nee, wieder nach hinten fliegen. Da kann man abkürzen. Ja, genau. Mit Hook hoch 5, ey. Keine Münze mehr. Ja, man ist weg, man fertig unten. Nice, das ist geblieben. Okay. Oh, da schon kein Skalop. Wir fahren jetzt mal hier links. Oh, im letzten Cup war ja schon viele Stachipanzer. Jetzt kommen auch schon der zweite. Oh, Blitze fliegen aber auch, ey. Alle auf mich. Oh Gott, hier war Bananen. Und nichts Blitz, ey. Oh, geil. Ich glaube, ich sehe auch auf der Karte zum ersten Mal einen Kugel, den ich finde, oder? Weil ich gar nicht so oft drauf geachtet habe. Immer Muskeln flexen hier. Wer ist die Nummer 1? Funky Kong ist Nummer 1. Bowser's Festung 3 von Super NES. Super Mario Kart? Mario Kart? Ja, ein Super Mario Kart. Im allerersten Mario Kart, den es damals gab. Mein Bowser's Festung 3, boah. Ich kenne die, aber es ist schon so lange her. Die wird dann aber auch hier krass verändert. Die Anti-Schwerkraft, ne? Ja. Wow, ey. Die sieht ja Hammer aus. Fahr ich da langsamer? Das waren noch kleine Strecken. Und nicht wie die ganze Strecke voll lang. Da kam was raus. Aber gleich mal auf der Mauer, das wäre nice, ne? Ah, richtig geil gemacht. Juhu! Kein Vergleich zum Original.
Oh, jetzt haben wir einfach die Airlines drauf gekommen. Ah, schon. Boah, ich sag nur Daumen nach oben für diese geile Strecke. Eine Strecke kommt ja noch. Die letzte. Letzte? Ja, war schon drei. Nämlich aus Mario Kart Wii, die Regenbogen Boulevard. Boah, ich habe die damals am Anfang so gehasst. Irgendwann, boah, geile Stücke. Mal schauen, wie die jetzt hier umgeändert wurde, angepasst. Also Funky Kong. Sei können. Yahoo! Zu viel Farbe, Alter. Zu viel bunt. Yahoo! Kann man da auch überspringen? Nicht ganz. Das war eine geile Pose. Genau so. Ah, jetzt haben diese zwei Wege. Genau. Dann haben wir diese letzte Kurve vom Ziel. Irgendeinen getroffen. Juhu! Ah, klappt nicht ganz, Alter. An einem Blitz sind wir. Einmal diesen Weg. Obwohl schon mehrere Regenbogenstrecken drin sind, ist das nochmal zum Abschluss eine geile Strecke. Ja, genau, rote, blaue. Oder taktieren wir. Auch in den langen Strecken. Oh, sorry, da gekommen. Aber er wärmt ab. Er klaut mir Item, wie geil ist das hier? Geiler Apfel. Apfel an Apfel. Und ich verliere noch die letzte Dings. Ja, genial, Alter. Oh, Mist. Da freut er sich nicht so wie auf dem ersten Platz. Von Donkey Kong geschlagen. Geil. Na, passiert schon mal. Um drei Sterne zurück muss ich einfach nochmal spielen. Ja, kein Ding. Aber dann geiler Cup.
Bosa Festung, richtig cool. Regenbogen, mega. Was hatten wir noch? Stadthund hat man dritte, okay. Wie alle anderen Städte auch. Und Rosalinas als Planet. Ist in Ordnung. Die Bildungspunkte sind toll. Ah, gibt es noch einen Abspann? Cool. Ja, das ist eigentlich logisch. Letzte Cup-Zone. Booster Kurs Pass Staff Credits. Waren in den ganzen Cups doch viele gute Strecken dabei. Gute Umsetzungen in ganzen Städte sogar. Aus Mario Kart Tour. Aber auch ein paar Strecken, wo man sagen kann, es gäbe da noch ein paar bessere. Wie zum Beispiel so eine fliegende Festung, Pilzbrücke. Also mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Trotz Piste, ja, hier, die gerade gezeigt wurde. Ist auch einer der schwächeren. Aber ja, das war's dann mit Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Wir bekamen neue Strecken. Strecken aus Mario Kart Tour, aus den verschiedenen Mario Kart Reihen. Und sogar, es kamen weitere Charaktere dazu. Was noch? Fehlte wäre jetzt noch so irgendwelche Fahrzeuge, Gleiter, Reifen. Wenn man das mal reingemacht hätte, wäre nochmal ein Stern mehr. Aber wir haben ja auch nicht nur Charaktere, sondern auch Mii-Kostüme bekommen. Na, gar nicht so wenig. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Und natürlich auch den Musikplayer. Interessante Sache, kann man sich die Musik anhören, ohne fahren zu müssen. Auch mal sehr nice. Gut. Es wäre auch sehr nice, so ein Booster-Streckenpass 2 bekommen. Oder ein Mario Kart 10, wo dann die anderen Strecken, die jetzt hier nicht dabei waren, als Remake auch können wir mal bekommen. Aber wir werden gespannt sein, wie es mit Mario Kart Serie dann weitergehen wird. So, dann schauen wir uns auf die Credits an. Oh, die Ballzimmerstrecke oder Parcours, wie sie heißt. Eine gute Überraschung. Also im ganzen Booster-Streckenpass 4 von 5 Sternen gebe ich. Wie eben schon gesagt, ein paar Kartteile fehlen, neue. Andere Strecken ersetzen aus meiner Sicht wäre besser. Deswegen 4 von 5 Sternen. Sehr geil. So, die Welle 1, 2, schon so lange, ja? Das ist schon so. Man denkt so, die Strecken wären schon von Anfang an dabei. Und weil es so lange her ist. Jetzt haben wir erstmal neue 8 Strecken zum Lernen. Na, mal schauen, wie es dann noch online sein wird. Oh, ein geiles Bild am Ende.
Rosa Peach, Rosalina, Wario, Valerie, Funkstones auch, ja, okay, alle sind alle Charaktere, ne? Kamek, Wiggler. Thank you! Oh ja, schönes Bild. Ja, das war's dann schon mit Mario Kart Art Deluxe Booster Streckenpass. Hat echt Spaß gemacht, die neuen Strecken zu fahren. Ich schau mal, wir haben wirklich in den neuen Strecken nur. Also, ich glaube, ich habe dann irgendwo, wo noch zwei Sterne waren, glaube ich, auch drei Sterne schon geholt. Naja, okay. Aber man hat dann wirklich nichts bekommen, sehr schade. Mal schauen, wie es, wie gesagt, mit Mario Kart dann weitergehen wird. Mario Kart die 9, 10, Booster Streckenpass 2 oder so. Bis dahin bin ich herzlich willkommen zu schauen. Dann nochmal der Variante, der Fitness Shade und Shop.